Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ich habe kein Camp aufgestellt, aber mein Camp ist ja nicht mehr da. Aber trotzdem kriege ich dann eine Mitteilung. Was soll's? Hä? Okay, das war jetzt unnötig. Naja, irgendwer schießt hier rum. Hallo? Ach, das meintest du mit dem Krater, Big Bronx. Ah, ich verstehe. Kümmern wir uns erstmal um den Supermutanten hier. Oh, der hat nicht mehr viel Leben. Der ist Level 10. Jetzt ist er tot. Na, habe ich dir den Loot weggenommen? Oh, es tut mir fast schon leid. Wieso ist der Level 10 gewesen? Das heißt, den Snellygaster werden wir hier wahrscheinlich nicht mehr sehen. Wird wahrscheinlich nur einen legendären geben, oder? Also, legendäre Kreatur. Holen wir uns mal den Loot. Früher oder später, du müssen rauskommen. Ach, jemand sucht mich noch. So, ja, ist jetzt nicht so der Bringer, aber hey, nehme ich. Das nehme ich auch alles mit. Und dann kurz was zu trinken reinziehen. Ich darf das abgekochte Wasser nicht trinken. Ich vergesse das jedes Mal. Ich brauche das. Aber ich kann abgekochtes Wasser selber machen. Ich weiß. Hört auf, die Kommentare voll zu spammen, dass ich dumm bin. Nein, macht natürlich keiner. Aber ich meine nur. Ich weiß das, ja. Ich weiß es ja. Aber ich brauche es trotzdem. Ist immerhin ein Wasser, was ich weniger tragen muss. Ja, cool. Das war also das Crafter-Monster, Level 10. Soll es auch geben anscheinend. Okay, und wir müssen als nächstes... Wieso muss ich da schon wieder rein? Das ist seltsam. Aber wir waren da doch schon drin. Ja, dann gehen wir halt nochmal rein. Wir kennen uns da jetzt mittlerweile aus. Deswegen, wir waren bestimmt schon mal da. Aber das Problem ist halt, dass ich, wie gesagt, unter der Woche hatte ich Spätschicht und konnte ich wenig aufnehmen. Dass ich nur eine Folge aufgenommen habe. Und dadurch, dass wir uns dann ausgeloggt haben, ja, hatten wir die Arschkarte und er hat irgendwie die Quest wahrscheinlich zurückgesetzt. Aber gut, das dauert ja nicht lange, ne? Gehen wir mal kurz hoch, laden das Holoband hoch, freuen uns Keks. Guck mal, hier kennen wir uns sogar schon aus. Das ist leer, schade. Was machst du da mit dem Boden? Oh, der Hammer ist fast kaputt. Ich denke mal, hier war gerade irgendwer unterwegs. Oh. Wir müssen aber nur kurz nach oben. Glaube ich. Hä? Wieso fehlt jetzt der Punkt? Achso, wir müssen gar nicht nach oben. Das ist ja direkt hier um die Ecke. Ich hab das doch schon mal geknackt. Spiel. Kannst du das nicht irgendwie, keine Ahnung, speichern, dass ich dieses Schloss noch schon aufgemacht habe? So. Holoband laden. Master Holoband. Ja, bla bla. Passwort ist falsch. Okay, und jetzt müssen wir da hinten hin. Aber first. Naja, zumindest ein Right Away. So. Jetzt muss ich ja trotzdem hier rein. Also musste ich doch hier rein. Oh. Aber ich bin hier einfach rausgegangen. Wobei ich eigentlich gar nicht raus musste, oder was? Ah, daher kommt dein Kommentar, Big Bronx. Ah. Ah, jetzt begreife ich das. Ich begreife nicht, wo wir hin müssen. Hier rein.
Schlüssel zu Holbrooks Versteck. Alles klar. Holbrooks, sag mir, wo dein Versteck ist. Mailtransfer der Hauptstadt. Persönliche Aufzeichnung. Was zum Teufel ist das? Meine Späher haben den Kopf eines Mutanten mitgebracht, auf den sie gestoßen sind. Sie sagten, er war nicht wie diese Ghule. Er war größer, härter, konnte sprechen und schießen. So eine Art Supermutant. Und nicht nur einer. Als wären Raider und mutierte Bären nicht schon genug. Knapp geschafft. Ich ließ mich von meinen Spähern zu den Hornwright und Garahin Anwesen bringen. Ich dachte, wenn jemand weiß, was dieser Krieg soll, dann einer unserer Bergbaumanager, aber niemand wollte mir antworten. Ich weiß nicht, ob sie da oben sind oder nicht. Auf dem Rückweg fuhren wir vor einem bösen Sturm her und wurden von ein paar Rudeln aufgehalten, die den Weg blockiert hatten, wie ein Haufen Wegelagerer. Sie zogen sich zurück, als sie sahen, dass wir in der Überzahl waren. Einer versuchte allen Ernstes, mir einen Scheck anzubieten, um etwas Essen von uns zu kaufen. Manche Leute haben nicht den leisesten Schimmer, in welcher Lage wir uns befinden. Wir schlugen sie in die Flucht und waren vor dem Sturm wieder hier. Wo ist Washington? Ich verstehe nicht, warum Washington nicht gesagt hat, Sammeln wir uns für einen Gegenangriff oder nicht? Zuerst verschwindet der Gouverneur und jetzt das. Wie sollen wir die Truppen zusammenhalten, um die Kommunisten zu bekämpfen, wenn wir untereinander nicht einmal Kontakt haben? Ich war heute oben in Wade und der ganze Flughafen ist ein einziges Chaos. Wir brauchen da Leute, um ihn freizuräumen, aber diese Responder hören kaum auf Pool oder den Rest des Rates. Das ist ein ganz komischer Name. Ich wollte das wie so ein Gegenstand lesen und hab da aber gemerkt, dass es ein Kerl ist oder Mensch. Mailtransfer. Der Deal muss geändert werden. Gut, Tanner, ich sage meinen Leuten, dass sie Taggartys Forderung in meiner Anfrage nach Munition nachkommen sollten. Aber ich werde die Responder nicht als ihren Botendienst einsetzen. Die haben mit dem Kampf gegen die neuen Mutanten in der Nähe von Hunterswell genug um die Ohren. Ich verstehe immer noch nicht, warum sie so ein Problem damit haben, den Leuten in den Bergen zu helfen, wenn ihnen doch beim Anblick einer Uniform das Herz in die Hose rutscht. Sie müssen sich damit abfinden, dass der Krieg vorbei ist. Sie können ihre Vorräte haben, aber sie müssen sie sich schon selbst holen. Pole. Sie verlassen ihre Bunker. Chandler ist letzte Nacht zurückgekommen und hat gesagt, dass die Freien Staaten ihre Bunker verlassen und Harper's Ferry zurückerobert haben. Diese Aluhüte lagen vielleicht die ganze Zeit richtig, denn sie scheinen genügend Nahrung und Vorräte zu haben. Ah, die Freien Staaten sind also die Leute, die sich in ihre privaten Bunker zurückgezogen haben und seit Jahren sich Essen zusammenklabustert haben, um, ja, diesen Atomkrieg zu überleben. Und dann haben sie sich gesagt, hey, wir sind die einzigen Schlauen. Wir sind jetzt die Freien Staaten. Yeah. Wir haben noch nicht herausgefunden, was dieses seltsame Sumpfgebiet da draußen entstehen lässt. Beim Kraftwerk hat sie einige andere paramilitärisch aussehende Leute bemerkt, aber sie schienen nicht zu den Freien Staaten zu gehören. Sie sagte, dass sie Powerrüstung trüge. Also versuchte sie lieber nicht, sich zu nähern. Wie steht an der Bruderschaft? Es war ein Massaker. Fleischer und ich haben es endlich in die Berge geschafft, um zu sehen, was dort oben los ist. Ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Sie denken, der Winter hier war schlimm? Sie wollen lieber nicht wissen, was dort oben los war. Ich hielt diejenigen für grauenhaft, die durch die Strahlung verrückt geworden sind, aber diese reichen Auswärtigen, das sind die wahren Monster. Konnte ich nichts zu sagen, weiß ich nicht. Als es nur um das Abschöpfen kleinerer Beträge ging, war das kein Problem, aber eine persönliche Pfadfindertruppe zu finanzieren, da muss noch jemand mit ins Boot geholt werden. Niemand vom Archiv. Für die sind Akten wie heilige Bücher. Lieber jemand von der Technik. Einige Flaschen Coca-Cola und eine Schachtel Zuckerbomben sollten ausreichen, um ein paar Zahlen zu drehen. Aber lassen Sie sie nicht wissen, dass sie etwas damit zu tun haben. Tom dachte, es wäre lustig, ihren Sekretär so umzuprogrammieren, dass er in zufälligen Abständen piept. Er ist immer noch sauer, dass sie damals wegen eines Streiches die Sicherheit eingeschaltet haben. Sag mir aber noch nicht, wo dein komisches Versteck ist. Ich habe den Blödsinn doch durchgelesen, damit ich den Versteck kriege. Das interessiert mich hier
wie es der Welt erging. Katsching! Genau das will ich, katsching. Hä? Zigaretten suche ich bestimmt nicht, ne? Entweder unter mir oder über mir. Gibt's hier irgendwo eine Treppe oder einen Weg nach unten? Oh, wir sind im Kreis gelaufen. Alles klar. Okay, ja, hier geht's runter. Ach, wir sollen noch weiter runter. Wenn er mich gleich zu einer Tür führt, dann bin ich sauer. Also zum Ausgang oder so. Ne, alles gut. Sicherheitsterminal. Konten. Kontensperrungen. Samuel Blackwell. Entsperren. Dieses Konto ist jetzt entsperrt. Okay. Jetzt kann ich wieder hochlaufen. Oh, wird wahnsinnig. Ich habe doch keine Orientierung. Wo bin ich? Wie komme ich da jetzt hoch? Okay, Treppe haben wir schon mal gefunden. Das ist schon mal der Anfang. Muss ich noch höher oder? Ich glaube, ich muss noch einen höher, ne? Hoffen wir es mal. Alles klar, sieht gut aus. Außer, dass ich natürlich in eine Sackgasse gelaufen bin. Okay, okay, da kamen wir her. Daran erinnere ich mich. Ja, ist die Treppe. Alter, Orientierung, lass mich nicht im Stich. Hä? Muss hier nicht irgendwo noch ein Weg sein? Jetzt bin ich hier. Hä? Alles klar, ich hab's gefunden. Orientierungslos. Wir gehen, keine Sorge, ich weiß, dass es hinter uns ist. Wir gehen nur kurz hier rein und gucken, was es hier gibt. Nicht, dass ich denke, dass ich komplett orientierungslos bin. Es ist wirklich komplett. Aber geschlossene Türen müssen aufgemacht werden. Und der Inhalt muss eingesehen werden. Vor allem habe ich einen Schlüssel bekommen. Für irgendein Versteck. Du kannst mich mal, Abigail. Was soll dieser Unsinn mit einer Weihnachtsfeier? Wir rationieren bereits unsere Vorräte. Und wenn es noch so einen Winter gibt wie 78? Unsere Leute brauchen das. Seit Jahren schon leiden sie unter dem Krieg, der Strahlung, Mutanten und Raidern. Sie brauchen etwas Gewohntes. Etwas, das ihnen die Hoffnung auf eine Zukunft gibt. Uns fehlen die Vorräte. Wir brauchen sie für den Krieg. Und mit der Bürgerversammlung so lange zu warten, bis ich fort war, um diese Bruderschaftsrebellen zu treffen, ist mehr als hinterlistig. Glaubst du, ich falle auf dich rein? Nur weil du deine Leute aufgegeben und deinen Akzent abgelegt hast? Ich weiß, dass du deine Freunde Nahrung horten lässt, um die Wahl im nächsten Frühling zu beeinflussen. Ich habe die Unterlagen geprüft. Man sollte nichts heimlich tun, was später herauskommen könnte. Ich... Du... Das ist unerhört! Setz dich lieber hin, bevor du noch einen Anfall bekommst und dir die Zunge abbeißt. Ich möchte mir nicht den Teppich ruinieren. Die Nahrung wird verschenkt und wir schalten das Licht nur für ein paar Stunden ein. Und wenn du brav bist, darfst du sogar den Weihnachtsmann spielen. Niemals! Niemals, ich spiele niemals den Weihnachtsmann. Du hast dein Weihnachtsgeschenk vergessen. Es ist Bourbon, damit du nicht vergisst, woher du kommst. Na gut, Melody hat ihn eh mehr verdient. Die Abigail ist echt überall, ne? So.
Anmelden. Memos. Energiekonferenz. An alle Teilnehmerinnen. Justin Messier. Komitee der Energiekonferenz. Das Komitee konnte wie üblich zu keiner Einigung kommen. Senator McDougall verließ ebenfalls wie üblich den Saal, sobald Senator Blackwell für Arbeiter aus Fleisch und Blut plädierte. Das Drängen nach Automatisierung, obgleich sie gewollt ist, resultiert in zu vielen Entlassungen und bedarf einer Neuevaluierung mit schrittweiser Umsetzung. Das Komitee wird in einer Woche erneut tagen, wenn ein neuer Gesetzesentwurf vorgeschlagen werden kann. Aktualisierte Richtlinien. Kongressabgeordnete, die den Vorschlägen des Komitees nicht ihre volle Aufmerksamkeit schenken, werden mit einem Bußgeld belegt. Weitere Verstöße gegen diese Richtlinie werden mit Ausschluss aus dem Komitee geahndet. Voltec Spendengala. Überblick. Die Voltec Universität ist ein Füllhorn wissenschaftlicher und technologischer Entwicklung. Unsere Studenten schließen ihr Studium schneller ab und finden kurzfristiger ins Arbeitsleben als alle anderen Hochschulabsolventen des Landes. Wir veranstalten erneut unsere sommerliche Spendengala, bei der sie ihre Unterstützung für die renommiertesten Universität der Nation zeigen können. Richtlinien. Bitte kommen Sie pünktlich um 19 Uhr. Dies ist eine formelle Veranstaltung. Die Kleiderordnung wird von unseren Türstehern überprüft. Spenden werden veröffentlicht. Sie sollten daher mit Ihrem Gewissen im Reinen sein. Und vergessen Sie nicht, nichts ist so wertvoll wie die Bildung unserer Zukunft. Wir freuen uns, Sie alle bei unserer Gala begrüßen zu dürfen. Entlassung von Rayleigh Clay. Oh, Rayleigh. An Samuel Blackwell. Auf Ihren Antrag hin wurde eine umfassende Untersuchung der angeblich ungerechtfertigten Inhaftierung von Rayleigh Clay eingeleitet. Wir werden versuchen, das richtige Motiv zu ergründen und die Legitimität der Anschuldigung zu prüfen, sowie sicher gehen, dass bei seiner Verhaftung und Inhaftierung Standardprotokolle eingehalten werden. Ein erstes Treffen zur allgemeinen Besprechung und Bildung von Teams wird am 16. Juni stattfinden. Personal Chief Inspector John Amundi. Der Amundi, der weiß das. Termine. Ja, weiß ich Bescheid. Korrespondenz. Senator John hast du nicht gesehen. Betrifft Energiekonferenz. Sam, die Energiekonferenzsitzung steht an und ich würde gern die Argumente besprechen, die du vortragen wirst. Ich weiß, dass wir anderer Meinung sind, aber wir können die Gewinnspanne nicht einfach ignorieren. Ja, Arbeiter werden ihre Jobs verlieren, aber die finden schon was anderes. VTU ist schließlich gleich um die Ecke. Bitte lass uns drüber reden, ich bezahle auch das Mittagessen. Wir hatten gerade eine VTU-Tasse gefunden, ne? Nicht antworten. Sitzung demnächst. Sam, ich verstehe dich ja. Du bist wütend. Du bist nicht zum Mittagessen gekommen, schon wieder. Aber wir müssen wirklich dringend über diese Sitzung reden. General Atomics hat großes Interesse daran, eine neue Reihe Roboter einzuführen. Wenn wir das durchsickern lassen, wird Robco nervös. Dann versuchen sie, sich gegenseitig zu überbieten und für uns zahlt es sich aus. Aber wir brauchen dich, um das umzusetzen. John, nicht antworten. Betreff Lea. Du Arschloch, du ignorierst meine Anrufe und meine Schreiben, bist komplett unerreichbar und dann kommst du bei der Energiesitzung mit all diesem Unsinn über Anti-Automatisierung daher? Morland hatte recht, du bist wirklich scharf drauf, dir Feinde zu machen. Sei auf der Hut, Blackwell. Oh, okay. Curtis Klein. Termin abgesagt. Senator Blackwell, ich habe Ihren Termin mit Dr. Ramsay abgesagt. Er hat allerdings vehement protestiert. Außerdem habe ich mich versichert, dass alle Hinweise auf den Termin vollständig aus dem System gelöscht wurden. Sollten wir uns Sorgen machen? Ich wüsste natürlich nur zu gern, was es mit all diesem auf sich hat. Vielleicht können wir uns beim Mittagessen darüber unterhalten. Curtis. Ein Ratschlag. Senator Blackwell, ich möchte Ihnen dringend ans Herz legen, einen großen Bogen um den Fall Rayleigh Clay zu machen. Ich weiß, dass es ein guter Freund von Ihnen ist, aber das Ganze riecht nach einer Verschwörung. Jemand will ihn wegen der freien Staatenbewegung loswerden und dieser jemand wird nicht zögern, auch Sie mit diesem Schiff untergehen zu lassen. Diese Art von Publicity können wir uns nicht leisten. Also die freien Staaten waren tatsächlich aktiv, noch bevor die Bomben fielen. Und die Freien Staaten haben sich, keine Ahnung, eine Stadt oder so gebaut?
Aus Bunkern? Scheidung. Senator Blackwell, Richter Harland hat mir mitgeteilt, dass mit dem Beschluss für Ihre Scheidung am 15. Oktober zu rechnen ist. Ich hielt es für angebracht, Sie darüber zu informieren, um eine Überraschung zu vermeiden. Ich würde sogar vorschlagen, dass Sie sich den Tag freinehmen. Ich weiß, dass sie Ihnen noch immer viel bedeutet. Wir sollten reden. T. Geheimdienstkomitee. Senator, empfohlene Lektüre für das bevorstehende Treffen des Geheimdienstkomitees. Das Kongressbunkerprojekt. Wer ist daran beteiligt? Wer finanziert es in Wahrheit? Das Kongressbunkerprojekt. Da die Freien Staaten jetzt beteiligt? Ist Voltec zu sehr involviert, vertrauenswürdig? Die Antworten auf diese Frage sind der Grund für meine Ängste und warum ich Sie um Hilfe bitte. T. Landwirtschaftsministerium. Senator, die neuesten Informationen lassen darauf schließen, dass das Landschaftsministerium eng mit dem Bunkerprojekt involviert ist. Ich habe meine Fühler ausgestreckt, um herauszufinden, was genau Minister Eckhart Roll in all dem ist und warum das Landwirtschaftsministerium so viel Zeit in den Bunker investiert. Rayleigh Clay. Senator, ich rate Ihnen, sich aus der rechtswidrigen Inhaftierung von Rayleigh Clay rauszuhalten. Die Mitglieder der Freien Staaten sollten für das ausreichend negative Aufmerksamkeit... Die Mitglieder der Freien Staaten sollten für ausreichend negative Aufmerksamkeit sorgen, um ihn freizubekommen. Viel wichtiger ist, dass sie weiterhin im Geheimdienstkomitee anwesend sind. Ich melde mich. Laden wir mal das Holoband hoch. System entdeckt. Lehn dich zurück und entspann dich. Du kannst dir auf die Schulter klopfen, denn du hast gerade einige streng geheime Codes von einem Terminal eines US-Senators erlangt. Danach geht's zum nächstgelegenen Sendeturm, von wo aus du all diese hart erkämpften Daten hochladen kannst. Damit hast du offiziell den letzten Schritt dieses Prozesses zur Hälfte hinter dir. Ich meine, ich werde ja selbst nie davon erfahren, aber man kann hoffen, oder? Gut, ab zum Sendeturm. Laufen wir jetzt echt hier mit dem Master Holo. Wieso habe ich zwei? War egal. Mit dem Master Holoband durch die Gegend. Packt das einfach in jedes Terminal, das wir finden. Keine versteckte Wand. Das ist seltsam. Wenn ich näher komme, geht das Licht aus. Das ist wirklich seltsam. So, wie kommen wir raus? Boah, wir sind richtig. Sehr schön. So, wir sind also den Freien Staaten quasi auf der Spur. Kann das sein, dass wir... Obwohl die Freien Staaten... Waren das nicht Abigail und die anderen? Gehörten die nicht zu den Freien Staaten mit den Bunkern? Ich bin jetzt so lange schon aus der Hauptstory raus, ich weiß gar nichts mehr. Ich glaube, das waren die Freien Staaten, Abigail und so, ne? Weil die hatten ja die Bunker im Sumpfgebiet. Alles klar, weiß ich Bescheid. Oder hatte Abigail den Bunker übernommen? Ich weiß es schon nicht mehr, das ist so lange her. Es ist... Ich kann jeden Turm nehmen, den ich möchte. Ja, nehmen wir den. Wer stört hier? Darfst mich doch nicht stören, Junge. Ist nicht nett. So, übrigens, heute beginnt das Double XP Weekend. Ich werde jetzt nur diese Folge hier fertig machen für 14 Uhr und dann werde ich direkt aufnehmen. Das heißt, ab morgen spielen wir PvP, also im PvP-Server.
Und finde ich eigentlich ganz gut, dass wir heute mal nochmal ganz normal gespielt haben. So habe ich wenigstens die Möglichkeit, schnell zu reisen. Und werden höchstwahrscheinlich dann... Ach, hier war auch ein Sendeturm. Auch ein Zuhause suchen. Mal wieder. Falls das überhaupt noch möglich ist. Weil ich habe ja nicht mal ein Zuhause und der sagt mir, dass mein Zuhause verlegt worden ist. Aus irgendwelchen Gründen. Hi. Scheiße. Als ob ihr nämlich noch irgendwas anhaben könntet. So. Erstmal reparieren wir den Scheiß. Wollen wir dann direkt nochmal einen Airdrop raushauen? Ich meine, die Folge ist jetzt vorbei. Ich würde den Airdrop einfach nochmal ans Ende der Folge packen. Aber erstmal laden wir es. Ah, wir machen erstmal den Airdrop. So. Oh ja, YouTube wird sich freuen über die Musik. Master Holoband. Datei-Upload einleiten. Sende, Turm, Terminal entdeckt, Protokolle werden eingeleitet. Umleitungsbaupläne werden hochgeladen, Zugangscode werden hochgeladen, Prioritätsbeteiligung, Stimmendateien werden hochgeladen, Upload vollständig. Neustart des verbrannten Aufspürsystems erforderlich. Passiert nichts. Ah, schade, das System in Abbys Bunker neu. Alles klar. Du Radio, wo bist du? Der ging da plötzlich einfach an. Einfach um mich zu mobben. So. Dann begeben wir uns mal zum... Können wir vergessen, ey. Das Ding wird uns geklaut. Warum auch da hinten? Wieso nicht hier vorne? Wenn der mir jetzt mein Airdrop klaut, ich hoffe, der haut ab. Scheiße. Ich mach den kaputt. Auf welchem Level ist der? 43. Er ist genauso auf dem gleichen Level wie ich. Ich könnte ihn erschießen. Noch bevor der Airdrop runterkommt vielleicht. Wäre das jetzt PvP, wäre das ja kein Problem. Aber das ist ja auch eigentlich... Du lässt einen Airdrop fallen und dann wartest du, bis Leute kommen und dann schießt du sie ab. Ist doch rein theoretisch möglich, oder? Ich sag dir, wenn der Hand an meine Ladung ansetzt, ne, den hau ich kaputt. Mein Hammer schafft vielleicht noch ein, zwei Schläge, aber irgendwie werden wir schon hinkriegen. Okay, Ausschau halten. Junge, hat er immer noch hier rum? Er ist weg! Ist einfach weg. Okay. Meine Vorräte, sie sind gesichert. Hä? Achtung, eine wichtige Durchsage für alle Responder. Aufgrund von ausschwärmendem Ungeziefer ist eine sofortige Evakuierung der First Friends Kirche in Charleston erforderlich. Bei Grabungen in diesem Bereich sind wir auf einiges an Zeug gestoßen, das gut ausgerüstete Mitglieder mit dem entsprechenden Training bergen können. Zivilisten sollten sich fernhalten, solange die Glocke läutet. Oh Gott, wieso habe ich es denn hier abge... Oh nein, ist er wieder da? Er ist wieder da. Ich will nur mein Loot haben. Oh! Ja, Timing. Jetzt gib her, Mann! Komm schon, komm schon, komm schon. Ist mir egal, was du da machst.
Ich dachte schon, da kommt der Typ an. Okay, taktisch brutal, Jagdgewehr. Oh. Hab gesagt, viel hält er nicht mehr aus. Oh. Ja gut, gucken wir uns mal das Jagdgewehr an. Ach, und wir haben in der letzten Folge übrigens auch noch eine andere Waffe bekommen, die müssen wir uns angucken. Geil, Stufe 10. Nice. Ja, wir hatten ja eine andere Waffe noch bekommen. Und zwar hier. Nee. Der ist Level 1. Ich wollte gerade sagen, ich habe nur 2 Munition. Nett, nett, nett. Der verbraucht meinen Kern. Oder? Verbraucht er meinen Fusionskern? Das wäre eigentlich richtig geil. Das wäre richtig geil. Hm. Gucken wir mal auf unsere Munition. Kern, Kern, Kern. Ja, wir haben nur einen Fusionskern. Der wird meinen Kern verbrauchen. Das heißt, wenn ich Fusionskerne sammle. Oh, ich habe noch einen Stufenaufstieg. Das machen wir morgen. Cool. Freut mich. So, Gatling-Laser verbraucht einen Kern. Also ich bin mir sicher, dass das Fusionskern ist. Aber wir haben noch eine andere Waffe bekommen. Wir sind ja alle Stufe 10. Ja, der Pryolator senkt den verursachten Schaden des Ziels 3 Sekunden lang um 20%. Verbraucht Brennstoff. Na gut, jetzt habe ich keine Munition zum Testen. Aber wieso hast du dich darüber so gewundert, Big Bronx? Was ist daran so toll? Ach, hier, das ist das Jagdgewehr, was wir bekommen haben. Ist auch nicht wirklich besser. Auch Level 10. Na gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge wieder. Und dann schauen wir mal, ne? Haut rein, euer Zero. Tschüss.